Hallo und herzlich willkommen zu unserem COMDirect YouTube-Kanal. Heute mit Sandra und Paulina. Dieses Video ist Teil unserer Reihe rund ums Thema Wertpapiergeschäft für Einsteiger und Neugierige. Wir switchen dann jetzt schon einmal direkt um auf unsere Website, damit wir euch das parallel direkt auch einmal zeigen können. Verbrieftes Geld hat auch noch Überbegriffe, die ihr bei uns auf der Website im Informa findet. Zum Beispiel Wertpapiere sind Aktien, Fonds, ETFs und so weiter. Zu den einzelnen Wertpapieren wird es auch nochmal andere Videos geben. Wie kaufe ich eigentlich ein Wertpapier? Ist für komplette Neueinsteiger vielleicht ganz gut zu vergleichen mit einem Onlinehandel, wo man per Klick online einfach etwas in den Warenkorb hinzufügen kann. Nur dieser Onlinehandel ist halt hier wirklich als Bezeichnung Börse zu verstehen. An Börsen arbeiten Makler und diese Makler überwachen auch diesen Handel und gucken sich das an zu einem bestimmten Wertpapier. Wir haben das hier auch schon mal aufgerufen. Genau. Börsen. Ich habe jetzt einfach mal deiner rausgesucht, genau. Bei uns über die Kurssuche und habe jetzt mal runter zu den Handelsplätzen rüber gescrollt. Genau. Dort arbeiten, wie gesagt, Makler, die sich angucken, wie viele Käufe und Verkäufe hat es gegeben. Und daraus entsteht dann auch der Kurs, also bei einem Kauf der Preis zu einem bestimmten Wertpapier. Das kann sich je nach Börse unterscheiden, je nachdem, wie viel an einer Börse dann gehandelt wird oder nicht. Es gibt Börsen im Inland, also wie man hier zum Beispiel sieht, Frankfurt, Xetra, Tradegate. Es gibt auch Börsen im Ausland und es gibt den außerbörslichen Direkthandel, auch Live-Trading genannt. Dazu kommen wir aber nochmal separat, das ist hier heute nicht der Inhalt. Genau, da kommen wir zu einem, bei einem späteren Video auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, wir gucken uns jetzt mal an, wie könnt ihr eigentlich ein Wertpapier kaufen? Dazu gehen wir jetzt einfach hier oben auf den Kaufbutton. Wir haben uns ja schon eingeloggt in unser Testkonto, von daher sind wir jetzt hier auch gleich schon in der Inlandsordermaske. Wir klicken einfach auf den Radio-Button Kauf. Was vielleicht auch nochmal ganz wichtig zur Ergänzung ist, ihr seht da Wertpapier und dann eine sechsstellige Wertpapierkennnummer. Es kann auch eine ISIN sein, das ist die internationale Bezeichnung. Mhm. Und das ist immer ganz wichtig, dass ihr die genau kennt und dann auch eingibt bei einem Kauf, damit ihr das Richtige kauft. Genau. Ich habe jetzt ein Stück einfach als Probe einfach mal eingestellt. Welchen Platz nehmen wir? Xetra, ne? Ja. Ja. So, dann gibt es hier Ausführungsvarianten billigst bestens. Billigst heißt in dem Moment zum Ankauf am günstigsten, dass der nächste Kurs dann einfach herangezogen wird. Bestens ist dann, wenn ihr Verkauf setzt. Wir wollen jetzt an der Stelle aber mit dem Limit arbeiten. Sagen wir, wollen wir 40 Euro nehmen? Genau. Ja. Das heißt, wir wollen nicht mehr als 40 Euro pro Stück für diese Aktie bezahlen. Mhm, genau. Da die Wahrscheinlichkeit eher gering ist, dass es heute noch zur Ausführung kommt, weil momentan der Kurs ja bei 42,47 € liegt, würde ich sagen, machen wir einfach mal Ultimo Februar. Das bedeutet, dass die Gültigkeit dieser Kauforder bis Ende Februar gültig ist. Ja, und dann gehen wir auch schon auf weiter. Überprüft hier bitte ganz genau eure Angaben. Mhm. Es gibt da kein Zurück mehr, also habt ihr es einmal freigegeben mit einer TAN. Ist das Geschäft auch durch? Ist die Order platziert, genau, an der Börse. Hier haben wir jetzt dann noch die Freigabe mit der TAN. Ich habe jetzt hier ein Lesegerät. Das aktiviere ich einmal, halte gegen und zack, schon habe ich die TAN für die Freigabe der Order. Da steht auch drin, was ich da gerade freigebe. Ich verzichte jetzt hier auf die Eingabe, weil das jetzt halt nur ein Beispiel ist. Ganz, ganz wichtig auch nochmal an dieser Stelle, wir, also als COMDirect Bank AG, sind nicht beratend tätig. Das heißt, das war hier wirklich nur ein Beispiel mit der Daimler. Wir dürfen euch nicht raten, welches Papier ihr kauft oder verkauft, was ihr damit macht. Aber wir sind rund um die Uhr für euch da für alle fachlichen Themen. Nehmt euch an die Hand, wo müsst ihr klicken, wo könnt ihr gucken und was ist wichtig zu wissen. Aber wir sind nicht beratend tätig. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Hinterlasst uns gerne ein Like, abonniert unseren Kanal gerne und wenn ihr Fragen habt zu unserem Video, schreibt die gerne in unsere Kommentare rein. Wir kommen dann in einem gesonderten Video dann auf eure Fragen nochmal zu sprechen. Genau. Ja, dann danke fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.